Heute machen wir ein luftiges Maisbrot, das du so garantiert noch nie gegessen hast. Hi, ich bin Lara von Einfach Backen. Wie es funktioniert und worauf du unbedingt achten solltest, das verrate ich dir jetzt. Dafür brauchen wir Mehl, Maismehl, Hefe, Salz, Zucker, lauwarmes Wasser, ein Ei und etwas Joghurt. Im ersten Schritt nehmen wir einmal das Weizenmehl, mit dem Finger einfach hier so eine kleine Kuhle reindrücken und da wird jetzt unsere Hefe hineingebröselt. Und um unsere Hefe schön zu aktivieren, kommt jetzt der Zucker drüber, das ist sozusagen die Nahrung für die Hefe. Und im Anschluss etwas warmes Wasser. Auch ganz wichtig, nicht zu heiß machen, also so 38 Grad ist das Optimum. Es darf natürlich ein paar Grad kälter sein, ist auch gar kein Problem. Das Ganze lassen wir jetzt noch so circa 10 Minuten ruhen, dann werden sich so kleine Blasen gebildet haben und dann geht's weiter. Ich habe nicht so viel versprochen, hier sind jetzt richtig schöne kleine Bläschen entstanden. Das ist der perfekte Zustand, damit es weitergehen kann. Das heißt, wir geben jetzt einfach die restlichen Zutaten dazu, also einmal das Maismehl und hier ganz wichtig, unbedingt Maismehl kaufen und nicht Maisstärke. Die Maisstärke ist nämlich viel, viel feiner und weiß und wird vor allem zum Andicken von Soßen verwendet. Und das Maismehl ist immer an dieser typischen gelben Farbe erkennbar. Also, das ist der Tipp, unbedingt darauf achten. Das kommt jetzt zur Hefemischung, genauso wie unser Ei. Und auch jetzt erst das Salz. Das sollte man nämlich nicht davor reinmachen in den Teig, weil die Hefe reagiert dann mit dem Salz und funktioniert nicht mehr so gut. Also erst in diesem Schritt dazu. Und natürlich noch der Joghurt, der macht das Ganze schön saftig und fluffig. Fluffig ist auch mein Lieblingswort, glaube ich. Hier habe ich noch das restliche Wasser, das kommt natürlich auch noch dazu. Und dann darf unsere Küchenmaschine arbeiten. Ich habe hier einmal den Knethaken rein und jetzt heißt es circa 5 Minuten lang kneten. Gut, nachdem unser Teig jetzt gut durchgeknetet ist, darf er circa 60 Minuten an einem warmen Ort gehen. Ich lege noch ein feuchtes Handtuch darüber, damit der Teig in der Zeit nicht austrocknet. Jetzt habe ich unseren Teig aus dem warmen Ofen, der war auf 38 Grad eingestellt, geholt und wow, okay, der ist richtig gut aufgegangen. Der wird jetzt noch einmal durchgeknetet und kommt danach in eine gefettete Kastenform. Die ist hier 25 cm lang und in der Kastenform darf er dann nochmal 30 Minuten gehen. Auch noch hier als kleiner Tipp, wenn der Teig etwas klebrig ist und der ist definitiv ein bisschen klebriger, unbedingt die Hände nass machen, dann lässt er sich nämlich viel besser verarbeiten und klebt nicht so an den Fingern fest. Ich habe den Teig jetzt ganz neutral gelassen, aber der bietet sich auch wunderbar an, um ihn noch ein bisschen zu verfeinern. Ich könnte mir ja auch wunderbar Chiliflocken vorstellen, die sind auch richtig hübsch, dieser rote Kontrast, oder Kräuter. Vielleicht hast du ja noch eine andere Idee, mit was man dieses leckere Maisbrot verfeinern könnte. Wenn ja, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Das Brot decke ich jetzt nochmal ab und lasse es jetzt nochmal 30 Minuten gehen. Unser Teig ist jetzt nochmal in der Form richtig schön aufgegangen und bevor der jetzt in den Ofen wandert, wird er noch einmal mit etwas Wasser bestrichen und damit Mehl bestäubt. Jetzt geht's für unser Brot ca. 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Unser Maisbrot ist inzwischen ausgekühlt. Ich habe es noch warm aus der Form genommen und dann auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Und ich würde sagen, wir schneiden es jetzt mal an und gucken, wie das von innen aussieht. Die Farbe überzeugt schon mal. Jetzt fehlt nur noch der Geschmackstest. Super lecker, kann ich mir total gut herzhaft belegt oder auch süß belegt vorstellen. Also ganz klare Empfehlung, unbedingt nachmachen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch gerne ein Like da. Das Rezept findest du wie immer in der Infobox. Einfach auf mehr klicken, dann ploppt das schon auf. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Halt, stopp, noch nicht abschalten. Wenn du jetzt nämlich Lust bekommen hast auf richtig tolle Backrezepte, dann kann ich dir wärmstens das Einfachbacken-Backbuch empfehlen mit den 150 Lieblingsrezepten. Den Link dazu findest du ganz einfach hier oben. Und natürlich nicht vergessen, Kanal abonnieren. Und wenn du noch ein paar Rezepte weitergucken möchtest, findest du die hier rechts. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.